So, 23. Juli 2020, Folge Nummer 16 und heute mit dem Hotelier des Jahres 2017, einem Pionier in der Hotellerie, in einem sehr besonderen, schönen Segment. Das sind die Hotels im Lifestyle-Segment. Wir freuen uns riesig, heute den Mitgründer und CEO der 25 Hours Hotels zu begrüßen, der zwar aus dem Saarland kommt, aber ich glaube, jetzt wirklich ein Weltmann geworden ist, eine Weile in Hamburg zu Hause war, aber auch das nicht mehr 100% zu Hause nennen kann. Christoph Hoffmann, herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns dabei bist. Ja, freut mich auch. Ja, wie immer, zusammen mit Sef Rosenberg aus Berlin, aus dem I31 und ich, Alex Obertop, aus dem Side Hotel hier in Hamburg. Und ich glaube, Sef hat schon die erste Frage in der Kanone zum Abschießen. Ja, ich lasse dir keine Fragen mehr stellen heute. Ist so abgemacht. Christoph, meine Standardfrage erstmal so, wie geht es dir? Mir persönlich geht es sehr, sehr gut. Ich bin gerade im Süden. Da geht es einem sowieso erstmal per se, glaube ich, ein kleines Stückchen besser. Ich war die letzten Tage bei unserem Hotelprojekt in Florenz, wo wir ein sehr, sehr schönes Hotel entwickeln. Und das lässt wieder so ein bisschen hoffen, weil man sich vor allem mit der Zukunft beschäftigt. Unser Hotel in Florenz wird im März, April aufmachen, vielleicht im Mai. Und insofern, ja, versuche ich mich auch mit Dingen zu beschäftigen, die jetzt nicht mit heute und gestern zu tun haben. Also mir geht's gut. Sehr schön. Wir sind jetzt im dritten oder vierten Monat schon mit dieser ganzen Pandemie und das sind natürlich Gespräche, die wir seit Wochen und Wochen führen, aber ich glaube, bei euch entwickelt sich auch einiges und du sagtest gerade, Florenz, da kommt auch was Neues, wir wollen auch mal mit was Positives anfangen. Wie sehen die aus, die Entwicklungen bei euch? Weil ich glaube, da habt ihr schon noch einiges in der Pipeline. Ja, wir haben in der Tat, also vielleicht ganz kurz Rückblick, wir haben ja uns vor wenigen Jahren mit Accor zusammengetan. 50% unserer Gesellschaft gehört mittlerweile Accor. Eine bislang sehr schöne Liaison, auch wenn der ein oder andere vielleicht das Ganze erstmal kritisch betrachtete, weil Accor ja eine gänzlich andere Marke ist oder ein gänzlich anderes Markenportfolio hat als das, was wir sind. Aber genau aus diesem Grund hat sich Accor für uns interessiert und es hat sich bislang auch als sehr, sehr positiv erwiesen. Wir haben tatsächlich mit Accor zwei Long-Haul-Destinationen, nämlich einmal Dubai, an dem wir schon seit gut 2 Jahren arbeiten, ein sehr großes Hotel, wo ich auch sehr zentral involviert bin und bis vor kurzem sehr viel Freude hatte an der Entwicklung des Projektes, weil es der erste Menschheitsvertrag war. Also sonst haben wir immer Pachtverträge unterschrieden. Jetzt ist da natürlich auch eine Pause. Das Hotel hätte im September, Oktober aufmachen sollen. Diesen Jahres, jetzt wird es ein Jahr später aufmachen. Und wir haben Melbourne neu am Start seit wenigen Monaten. Und es ist unser erstes Hotel. Wir haben eine Reise dorthin getan, bevor Covid. Mhm. Aber seitdem sind wir zum ersten Mal in einem Modell, wo wir wirklich rein digital über Teams Calls das Hotel gemeinsam entwickeln mit einem lokalen Team vor Ort, mit Kollegen von Accor, mit den Developern, mit den Designern. Und es funktioniert eigentlich ganz gut. Also ich denke, dass wir irgendwann schon mal wieder hingehen müssen. Aber bislang finde ich das ein ganz spannendes Erlebnis zu sehen, wie das funktioniert, wenn man sich morgens leider immer viel zu früh um 7 Uhr wegen Zeitverschiebung zusammenfindet und gemeinsam irgendwie Dinge ausbaldowert. Wir haben darüber hinaus in unserer eigenen Pachtvertragswelt in Europa mein Lieblingsprojekt Florenz, für uns ein kleiner Ritterschlag nach Paris, weil Florenz ja für mich eine der schönsten Städte ist und in Italien ein Hotel entwickeln zu dürfen, ist schon für mich eine große Ehre. Das Hotel sollte im Oktober aufmachen, November macht jetzt stattdessen im April, Mai auf und läuft aber ganz gut. Wir machen das mit einem sehr, sehr guten deutschen Developer, der Art Invest, der ein oder die andere kennt vielleicht die Gruppe, die auch in Hamburg sehr intensiv gerade zugange ist am Neuen Wall und am Alten Wall und am Jungfernstieg und ja, andere Hotels auch macht. Das ist eine sehr schöne Zusammenarbeit. Und last but not least, wir haben zwei sehr schöne Projekte in Kopenhagen, die in 22 respektive 24 an den Start gehen.
glaube, ja. Und ansonsten sind wir nach wie vor relativ aktiv in den Verhandlungen bezüglich weiterer Hotelprojekte. Ja, liegt daran, dass wir uns versuchen abzulenken von dem beschissenen, von der beschissenen Gegenwart. Vielleicht, aber es ist tatsächlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir relativ viel im Vorfeld gemacht haben, damit wir im Augenblick da ganz gut zugange sind. Hm. Ja, weil ihr habt ja auch noch London, Rom, Amsterdam und so weiter auf eurer Webseite stehen. Sind das auch wirklich haben aktive wir, Projekte oder eher nicht? Nee, ich glaube, die müssen wir mal, also da würden wir gerne hingehen. Aber da haben wir im Augenblick nichts Unterschiedenes. Weder Rom noch Amsterdam. Was hast du gesagt noch? London, Amsterdam. London. Rom. Ja, London haben wir tatsächlich einen fertig verhandelten Pachtvertrag, der aber noch nicht unterschrieben ist. Okay. Aber in der Tat sind wir da noch nicht ganz so weit. Aber wer weiß. Kommt wir Zeit. Drücken die Daumen. Genau. Ja. Wie ist es denn, Christoph, jetzt, wenn wir schon über neue Projekte reden, wie ist es denn heutzutage überhaupt, neue Projekte zu realisieren, wenn die ihr jetzt, sag ich mal, findet jetzt ein Hotel in Amsterdam. Wie läuft das mit den Investoren, mit den Banken? Vor der Krise war es wahrscheinlich für euch relativ einfach, Hotels zu bekommen oder zu unterschreiben. Ja. Wie läuft das heutzutage? Also ich habe im Augenblick also alle Verträge, die wir zuletzt abgeschlossen haben, haben wir vor der Krise abgeschlossen. Insofern kann ich im Augenblick eigentlich eher nur von Trends berichten. Es gibt natürlich die große Sorge, dass Hotelfinanzierungen auf absehbare Zeit deutlich schwieriger sein werden, weil Banken jetzt erstmal vorsichtiger sind, vor allem wenn es um Stadthotellerie geht. Aber ich sehe auch Chancen. Wir haben zum Beispiel einen Partner, der Eigentümer unserer Immobilie in Wien, der sich sehr gut aufgestellt ist in der Immobilienindustrie und mit Daniel entwickeln wir gerade oder er entwickelt gerade einen Hotel-Lifestyle-Immobilienfonds, der sich durchaus auch der Zukunft widmet, dahingehend, dass wir glauben, dass in den nächsten 1-2 Jahren eben auch einige Opportunitäten entstehen in Städten wie, keine Ahnung, in Lissabon oder Athen, Rom, gutes Beispiel. Und insofern sind wir da eigentlich gerade recht aufmerksam unterwegs, auch für das Leisure-Segment. Dazu vielleicht gleich nochmal. Ich glaube, die große Hürde ist, die richtigen Finanzierungspartner zu finden. Und diejenigen, die sagen, wir glauben nach wie vor langfristig an Hotellerie. Ich bin ohnehin immer wieder überrascht zu sehen, wie schnell ein so langfristiges Investitionsmodell so kurzfristig sich ändern kann. Also wir haben ja alle gemeinsam die letzten 5 bis 10 Jahre erlebt, wo vielleicht vor 10 Jahren noch die potenziellen Finanzinstitute gesagt haben, Hotels, igitigit, und dann hat sich das plötzlich alles wahnsinnig schnell gedreht. Dann wurden plötzlich zu viele Hotels entwickelt. Das ist irgendwie eine relativ surreale Situation, weil man macht Pachtverträge, zumindest jetzt mal in Deutschland, in Europa über 20, 25 Jahre. Und deswegen ist es für mich immer noch ein sehr langfristiges Geschäft. Und deswegen sollte man, wenn man ein solches Investitionsmodell wählt, finde ich auch langfristig denken und auch finanzieren. Und deswegen verstehe ich noch nicht so ganz diese Hysterie, die entsteht, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Also ich glaube, das wird sich schon wieder einigermaßen ausbalancieren. Aber ich denke auch, dass der Markt natürlich jetzt eine relativ krasse Korrektur erfahren wird. Wie ist es denn ihr habt ja 2005 25 gegründet und das ist auch, finde ich, eine super Hotelgruppe. Ich übernachte auch gerne bei euch. Ich war jetzt, habe sogar in Berlin übernachtet, in München, in Köln. Hast du selber ein Hotel in Berlin? Brauchst du doch nicht. Ja, ich habe einmal, ausgebucht, wie die Kollegen sind, aber es war toll. Also es war super. Okay. Ich gehe auch gerne bei euch essen, das weißt du auch. Von 2005 bis zu Corona, was war so für dich das größte Aha-Effekt im positiven Bereich, wo du sagst, ey, das war mein Traum bei 25 oder generell? Naja, also der erste Aha-Effekt ist die gesamte Zeit. Ich bin bis heute immer noch selbst erstaunt über den Erfolg, den wir hatten. Das war ja längst nicht so geplant. Also geplant war sowieso nicht viel. Ich habe artig in der Hotellerie gearbeitet. Ich hatte schon immer den
leisen Wunsch, mal vielleicht was Eigenes zu machen. Ich bin aber jetzt nicht irgendwie, ich hatte auch gar nicht die Mittel, um jetzt zu sagen, ich mache jetzt hier mal eine Hotelgruppe. Und wenn ich jetzt im Rückblick sehe, wie was uns alles gelungen ist, bin ich echt nach wie vor immer noch ganz baff und auch manchmal relativ demütig, weil ich auch weiß, dass ganz viel Glück dabei war und meine Geschäftspartner mich auch getragen haben mit Vertrauen, mit Zuversicht, mit Freiheit, mit all den Elementen, die man braucht. Und wir sind bis heute oder mehr denn je Freunde. Aber dass uns im Rahmen dessen 13 Hotels gelungen sind, die bis vor kurzem alle wirklich durch die Bank durch gutes Geld verdient haben, das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Also ich bin nicht stolz, aber es ist zumindest mal etwas, wo ich sage, wow, kann ja relativ einfach funktionieren. Aber ich weiß, dass es halt in einem anderen Kontext auch sehr schwierig sein kann. Also das finde ich das Faszinierendste. Alles andere ist eher kleinteilig. Jedes Hotel, das ich entwickeln durfte, war ein Geschenk. Also es war wirklich, hat so viel Freude gemacht. Ich muss jetzt nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht plötzlich irgendwie, dass es nicht zu einer Selbstverständlichkeit wird, in der man sagt, oh, jetzt nochmal ein Hotel, oh Gott, jetzt wieder so viel Arbeit. Es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, finde ich, als Hotels kreieren zu dürfen irgendwie. Weiß nicht, wie es dir geht oder euch geht. Das ist ja wirklich ein. Absolut. Also in der Branche, wenn man jetzt mal innerhalb der Branche bleibt, finde ich das mit das Schönste, was man tun kann. Also wenn es jetzt nicht irgendwie ein Holiday Inn ist oder irgendein Scheiß. Aber wenn man etwas tun kann, was halt hoch individuell ist und wo man sich auch selber austoben kann, dann ist es doch echt ein Traum, finde ich. Also ich kann es ein bisschen bestätigen. Ich habe einige Hotels eröffnet in Berlin. Ich habe mich ja auch mal bei euch beworben in Berlin. Und ich habe immer noch deine Absage. Das war die schönste Absage, die ich je bekommen habe. Weil du gesagt hast, ihr macht es intern, aber wir können es mal zum Kaffee trinken. Ja. Toll. Schön, und ich finde auch so eine, gerade hier im E31 konnte ich ja einiges mitgestalten, und da bin ich 100% bei dir, wenn du ein bisschen auch als mitgestalten kannst, und ich habe auch hier die Möglichkeit, weil mein Inhaber beziehungsweise auch mein Chef mir sagt, okay, der mischt sich gar nicht mehr rein, also natürlich in Corona-Zeiten hat es andere Gründe, warum er sich einmischt, und da kann ich wirklich dich ein bisschen verstehen, nicht ganz, weil du natürlich in viel größeren Sphären, aber wenn ich Glamour Alex auch, wenn wir deine Hotels sehen, Köln, wundertoll, tolles Gebäude an sich, München, da haben wir uns ganz kurz, haben wir uns nicht gesehen, aber haben uns gesprochen dann, auch, also wirklich jedes eins, und es ist doch, kennst du eins, kennst du keins, stimmt wirklich bei euch. Finde ich ein toller Spruch, der auch zu euch passt, weniger zu Accor, aber zu euch sehr gut passt. Ja, weil ihr entwickelt ja jedes Hotel wieder neu, oder? Da gibt es, denke ich mal, ein Basispaket, was 25 ist, aber dann würde noch wieder einen neuen Standard setzen. Ich sage mal, die Badewannen in Düsseldorf ist ja eins. Ja, also klar, mittlerweile hat man irgendwie so ein paar Dinge gelernt, und es gibt vielleicht schon so 2, 3 Bausteine, die man immer wieder zieht oder aus dem Kasten den einen oder anderen Baustein zieht. Aber wir versuchen eigentlich bei jedem neuen Projekt erstmal bei Null wieder anzufangen und ganz befreit an das Thema heranzugehen, weil jeder Standort, jede Immobilie, Köln ist ein super Beispiel, weil das wirklich so eine außergewöhnliche Immobilie ist, dass die einem ja auch schon in mancher Weise nicht diktiert, aber fast schon den Aufschlag mitgibt, bestimmte Dinge zu tun. Und völlig anders ist es dann eben mit Hotels, die von Null auf gebaut werden. Also die Voraussetzungen sind halt immer wieder andere. Die Developer, mit denen man zusammenarbeitet, sind andere. Wir haben ja auch jetzt die ersten Erfahrungen mit Managementverträgen oder gar Franchise-Verträgen. Die Welt ist natürlich wieder eine ganz andere. Das heißt, da muss man sich auch wieder bestimmten Gegebenheiten anpassen, unterordnen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man eben immer wieder neu beginnt. Und dieses kennst du eins, kennst du keins, eigentlich ein Spruch von Kai Hollmann, einem meiner Mitstreiter. Ist eigentlich ein netter Spruch geworden, und wir haben es eigentlich nie geplant. Es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir gerade in den Anfängen eben unterschiedliche Akzente gesetzt haben. Kai Hollmann hatte das erste 25 Hours in Hamburg realisiert. Dann haben wir mit Adi Goldmann in Frankfurt
zwei Häuser gemacht mit Adi und Ronny in Wirklichkeit. Und mit Adi hatten wir halt auch einen Mitgesellschafter, aber auch Immobilienpartner, der sich sehr stark eingebracht hat, weil Adi auch sehr kreativ ist, weil Adi sehr viele Ideen mitgebracht hat, weil Adi sehr lokal denkt und Frankfurt für ihn immer sein Hut war. Und insofern war das, nicht zuletzt heißt ja auch eines der beiden Häuser Goldman 25 Hours oder 25 Hours The Goldman. Das sind natürlich Voraussetzungen, die dazu zwangsläufig dazu führen, dass jedes Haus wieder anders ist. Und das haben wir dann eigentlich im Prinzip nur uns zunutze gemacht und fortgeführt, weil gerade der Anfang schon in diese Richtung ging. Ja, also ich habe auch das Privileg, also ich kenne ja drei deiner Geschäftspartner, den Kai Hollmann kenne ich ja und den Stefan Gerhard, der war sogar letztes Mal bei uns im Hotel. Adi Goldmann habe ich mal kennengelernt. Und wir kennen uns ja auch schon ein paar Jährchen. Meine Frage, Christoph, woher hast du deine Kreativität? Weil wenn du wirklich in die Hotels reingehst, also du spürst also schon, dass da ist Kreativität drin und das muss ja von dir geführt werden. Du bist ja dann, wie holst du die Ideen rein? Also zunächst mal ist meine Erfahrung, die ich gesammelt habe in dem Ganzen, wir haben das in Berlin bei unserem Berliner Projekt auch zum ersten Mal als Kollektiv bezeichnet. Die Projekte, oder auch in Hamburg in der Hafen City, die Projekte, von denen ich glaube, dass sie besonders gut gelaufen sind, basierten auf ein paar Elementen. Nämlich erstens mal wirklich eine gute, friedvolle Zusammenarbeit mit viel Motivation zwischen den verschiedenen Stakeholdern. Und das sind dann insbesondere natürlich die Entwickler, die Developer, wir als Betreiber, der Designer, den wir immer aussuchen, und die Architekten. Also diese vier Säulen, die müssen irgendwie gut orchestriert werden. Und das betrachte ich auch als eine unserer, ich bin ja nicht der Einzige bei 25 Hours, es gibt noch ein paar andere, die auch einen relativ guten Job machen und ohne die wäre ich ziemlich lost, by the way. Ich glaube, dass unsere Aufgabe eben das Orchestrieren ist und wir haben sehr früh gelernt, dass wir eben nicht den Schwerpunkt auf Design setzen wollen und auf Star-Designer, auch wenn wir mit einer Paola Navone zusammenarbeiten und einem Werner Eislinger und seinerzeit Alfredo Häberli, alles sehr wichtige, tolle Designer, 3 Meter, Armin Fischer, alles unsere Lieblingsdesignbüros. Und es sind natürlich alles sehr selbstbewusste Menschen, Persönlichkeiten mit Haltung. Aber wenn wir, egal wem, das Feld überlassen hätten, zu sagen, macht mal ein schönes Designhotel, dann wäre die andere Hälfte verloren gegangen, nämlich das Konzeptionelle. Und wir finden, dass das Konzeptionelle an einem Hotel mindestens, wenn nicht sogar noch viel wichtiger ist, ist für mich eigentlich die Basis. Was soll der Gast erleben? Dass das Design nachher speziell ist und auch beeindruckend und inspirierend. Das muss auch sein und das ist auch ganz wichtig. Das Licht muss stimmen, die Atmosphäre, es muss cozy sein. Aber ohne ein geiles Restaurantkonzept, ohne zum Beispiel liebe ich Bücher und ich liebe die Zusammenarbeit mit Kain und Aber in Zürich oder mit dem Taschenverlag in Köln oder mit Mare, dem ersten Partner überhaupt in Hamburg, Mare Verlag, mit dem wir eben auch Welten entwickelt haben, die so schön sind. Und das sind übrigens auch Bausteine, die immer wieder ziehen. Und es führt dann wiederum auch dazu, dass man tolle Menschen kennenlernt. In Florenz war ich heute Morgen noch bei einem wunderbaren Menschen, Pietro, der dort einer der schönsten Buchläden hat, der Welt, Todomodo, der so super kreativ ist, dass der einem wiederum ganz viele Ideen mit auf den Weg gibt. Also die Kreativität entsteht eigentlich eher aus dem Austausch mit anderen Menschen und aus der vielleicht auch Aufgeschlossenheit und aus der Neugierde, die uns auch, finde ich, prägt. Und dann, finde ich, entstehen gute Dinge. Also kreativ kann ich alleine und ich glaube, das können wenige alleine sein, es sei denn, du bist Künstler und bist Bildhauer und stellst dich irgendwie 2 Jahre irgendwie in ein Studio und haust einen Stein auseinander, damit was Schönes entsteht. Aber das sind wir ja nicht. Hotellerie ist ja da ein bisschen bodenständiger, würde ich mal sagen. Da geht es wirklich, finde ich, um auch das Vernetzen und um das Miteinander. Okay. Und viel Fokus ist auch auf lokal, oder? Das merkt man in vielen Häusern, dass das Lokale schon sehr, sehr wichtig ist, auch vom Thema vom Anschluss. Ja, absolut. Also das ist ja vielleicht auch ein Erfolgsrezept, weil sich die Hotellerie ja auch in den letzten Jahren noch stärker dahin entwickelt hat.
Früher war es vielleicht den Luxushotels vorbehalten, eine Institution in der jeweiligen Stadt zu sein. Und dann war es das auch schon fast, bis auf die Ian Schragers und Local Player natürlich in einzelnen Städten. Aber ich glaube, das ist zumindest mal in Europa erst so in den letzten 10, 15 Jahren entstanden, dass man gesagt hat, ich will eben das Hotel auch als Wohnzimmer für die Local Community gestalten. Ich möchte gerne eine Gastronomie machen, in der vorrangig erstmal Berliner sind, wenn ich ein Berlin Hotel habe. Und die Hotelübernachtungsgäste, die wissen es zu schätzen, weil sie sehr viel mehr Berlin spüren oder Hamburg oder Zürich oder Florenz, wenn sie in unsere Hotels gehen. Das ist nicht immer einfach, je nach Standort und auch je nach gastronomischem Konzept. Ich bin gespannt auf Florenz, weil Florenz vielleicht bislang die härteste Stadt ist, wenn es darum geht, lokale Zielgruppen reinzuholen. Die Stadt ist relativ klein und die Menschen, die Italiener, die dort sind, sind vielleicht auch noch ein bisschen vielleicht zurückhaltender, wenn es darum geht, wenn ein paar Deutsche kommen, um in Florenz irgendwie jetzt eine italienische Küche zu entwickeln, an der wir gerade arbeiten. Aber vielleicht wird es uns dort auch gelingen. Ja, weil ihr habt ja in verschiedensten Häusern, habt ihr ja Neni, was enorm erfolgreich ist. Aber wie du sagst, vielleicht passt es auch nicht in jedem Hotel. Und ich glaube, da gab es auch mal für Dubai die Diskussion, ob ein Neni da passen würde. Ja, in der Tat. Ja, das war eine ein bisschen frustrierende Diskussion, weil ich hatte kurz mal die Hoffnung, dass ich irgendwie Weltfrieden schaffen könnte über Essen, aber das ist mir leider nicht ganz gelungen. Noch nicht. Aber also Haya wäre bereit gewesen und auch die Partner in Dubai, weil sie die Küche toll finden und auch Haya. Aber es gibt halt noch zu viele leider politische Herausforderungen. Schade, ja. Ja. Ah, jetzt habe ich gerade einen Moskito killen können. Super. Also, schade für das Moskito. Aber okay. Wenn wir jetzt bei der Gastronomie sind, Christoph, wie läuft denn die Gastronomie bei euch generell? Also die läuft ja nicht gut wahrscheinlich, aber seit den Umständen entsprechend, wie läuft die denn momentan? Überraschend gut. Also ich glaube, also wir können, in Paris hinken wir noch schwer hinterher, weil wir da eine Gastronomie im ersten Stock haben, auch Neni. Am Gare du Nord in Paris halt extrem abhängig ist von internationalen Märkten. Und die Pariser jetzt noch nicht so Vollgas geben und sagen, wir gehen jetzt ins erste Stock im Sommer ohne Außenfläche ins Neni. Aber ich kann ansonsten durch die Reihe sagen, dass wir im Gastronomiegeschäft schon wieder bis zu, wenn wir Hamburg, Altes Hafenamt, auch Neni nehmen oder auch Ribelli in Wien, da sind wir fast schon bei 80%. Manchmal sogar 85% des Vorjahresumsatzes. Teilweise liegt die Differenz darin, dass wir halt Social Distancing, 2 Belegungen, ein bisschen träger noch sind in der Spontanität des Reservierens. In Berlin haben wir noch ein bisschen nachzuholen, weil die Monkey Bar natürlich ein extrem starker Treiber war und da sind wir auch mit Bargeschäft noch lange nicht da, wo wir vorher waren. Aber da war natürlich die Messlatte auch extrem hoch. Also Berlin war unser bislang umsatzstärkster Gastronomiebetrieb, wenn man Neni, Monkey Bar zusammennimmt. Und da müssen wir schauen, wie wir da weiterkommen. Wie schafft ihr das bei Neni immer die Qualität, die gute Qualität konstant zu halten? Also weil in Berlin war ich ja öfters und ich habe selten mal wirklich irgendwie eine Bemerkung loswerden, sondern wenn du da hingehst, Köln ist auch so, aber es ist ja wirklich eine konstant gute Qualität, Preis-Leistung. Ich muss nur sagen, okay, für israelisches Essen in Berlin ist es immer noch eines der besten israelischen Restaurants. Also wenn ich das mal so israelisch, ist ja Haya ist ja Israelin und Yaman ja auch. Wie schafft ihr das? Das war ein langer Weg dahin. Ich war jetzt erst vor 2 Wochen bei Haya und ihren Söhnen in Wien und wir haben über unsere Zukunft gesprochen, auch über die Frage, wie wir an Standorten möglicherweise wachsen wollen, die noch weiter weg sind. Unser weitestes Neni ist jetzt im Augenblick eigentlich, wenn man den Inselstatus noch dazu nimmt, Mallorca. Also da geht es ja auch darum, wie kriegt man Produkte dorthin. Aber wir waren ja beide eigentlich relativ
grün hinter den Ohren, als wir uns gefunden haben. Haya, ihre Burschen und meine einer, als ich in Wien das Hotel entwickelt habe. Haya hatte anderthalb Nenis, Tel Aviv Beach war gerade in der Entwicklung, aber es war, das ganze Produkt war gar nicht überhaupt gar nicht darauf ausgerichtet, es zu skalieren oder gar zu franchisen. Den Begriff nutzen wir bis heute nicht so richtig, weil wir eigentlich unsere Zusammenarbeit eher als Freundschaft bezeichnen wie als Franchise. Aber natürlich musste man irgendwie lernen, vor allem Haya und ihre Söhne, die uns ja an der Stelle beraten, wie man standardisiert, wie man trainiert, wie man auch teilweise vielleicht etwas sture Küchenchefs aus der vor allem Anfangszeit in Berlin dazu bringt, etwas zu tun, was ja wenig Kreativität abverlangt. Also wir standardisieren ja in einem relativ hohen Maß, brauchen natürlich Qualität auf der anderen Seite, aber die Freiheit des Küchenchefs zu sagen, ach, heute mache ich mal keinen Jerusalem-Teller, sondern vielleicht hätte ich jetzt mal ein bisschen mehr Lust, irgendwie ein schönes Côte de Bœuf zu machen. Das funktioniert ja nicht bei Nini, sondern du musst dich ja schon irgendwie einem Konzept unterordnen. Und das musste gelernt werden. Also wie kriegt man das trainiert, wie kriegt man es skaliert? Und mittlerweile sind die Molchos an der Stelle wirklich super weit. Und wir haben uns ja auch unseren Backbone aufgebaut. Wir haben bis vor Covid in unserem Head Office eine relativ gute, also nach wie vor gute Truppe, die aber gerade verteilt ist auf die Häuser, weil wir auch schauen mussten, dass wir irgendwie jetzt reagieren auf die Krise. Aber wir haben auch ein kleines, sehr, sehr effizientes, gutes Team, das sozusagen der Sparring-Partner ist für die molchosche Küche und für die molchoschen Ideen. Und das muss halt in die Häuser getragen werden. Und last but not least sind natürlich vor allem die Häuser selbst, die Gastronomien selbst in den jeweiligen Betrieben, die ja auch angefixt wurden von der nenischen Idee, von Haya, die regelmäßig kommt. Und wir haben Küchenchefs in jedem Neni, die oft in Wien waren. Es gibt eine Küche in Wien, eine Trainingsküche von Haya, wo man sich regelmäßig trifft. Und es hilft natürlich. Und irgendwie entsteht dann auch wieder eine Eigendynamik. Und ich glaube, dass auch wir wiederum mit unseren Neni-Betrieben mittlerweile auch wiederum ein wenig zurück ein Feedback geben können an Molchos mit Dingen, die dann auch wieder der Familie gut tun. Also es ist eine schöne Zusammenarbeit. Wir müssen jetzt nur gucken, wie wir das auch in die Zukunft bekommen, wie wir weiter wachsen, wie wir vorsichtig wachsen, aber dennoch gleichzeitig progressiv. Da ist einiges zu tun, ja. Okay. Ist Melbourne da eine Option für ein weiteres Neni? Ja, also wir haben Kopenhagen, haben wir schon miteinander vereinbart. Also im Innenstadt Kopenhagener 25 Hours Hotel, das 22 aufmacht. Wir sind gerade am Nachdenken bezüglich Zermatt. Zermatt ist aber ein anderes Thema, zu dem ich vielleicht gleich noch kommen darf, weil es kein 25 Hours ist, sondern Bikini Island and Mountain Hotel, neue kleine Marke. Und wir würden gerne Melbourne machen. Und da sind wir im Augenblick tatsächlich gerade gemeinsam am Nachdenken, wie man auf diese lange Distanz hin trotzdem ein Neni hinbekommt, das von der Qualität her genauso gut ist, weil man ja nicht jetzt alle 3 Monate mal nach Melbourne fliegen kann, um zu schauen, ob der Hummus auch der richtige ist und so weiter. Also da sind wir dran. Ich bin zuversichtlich, dass wir das auch irgendwie hinkriegen. Aber wenn nicht, dann haben wir ja noch ein paar andere sehr schöne Gastronomiekonzepte im Sack. Wir haben ja neben Gastronomie, also neben Restaurant, ja auch Jörg Meyer als einen unserer zentralen Gastropartner, mit dem wir gelernt haben, wie man coole Bars macht. Und das ist auch eine Sache, die enorm wichtig ist. Jetzt zum Beispiel für Florenz, wo wir eine ganz tolle Amaro-Bar entwickeln werden und wo wir auch die Expertise von Jörg benötigen, damit wir da nicht irgendwie dummes Zeug machen. Ja. Spannend, spannend, spannend. Du hast hin und wieder mal Covid angesprochen und wir haben sehr viele positive Highlights auch angesprochen. Aber was hat Covid denn so bei euch in den verschiedenen Standorten bewirkt oder was hat sich da getan? Wie sieht es in den Häusern und in den verschiedenen Standorten im Moment aus? Ja, also wahrscheinlich wie bei euch auch. Es ist zunächst mal extrem traurig, weil wir eben durch das Mittel Kurzarbeit viele unserer lieben Kollegen erstmal nach Hause schicken mussten und wir bis heute versuchen, die richtige Balance herzustellen zwischen einem möglichst geringen wirtschaftlichen Desaster,
einer guten Dienstleistung in Restaurants, die jetzt langsam wieder voll werden, aber gleichzeitig immer noch der Notwendigkeit zu sparen, weil wir unser Geld am Ende des Tages mit Übernachtungen vor allem verdienen. Und da sind wir halt noch längst nicht auf dem Niveau, das wir vorher hatten. Und wir sind auch noch nicht dort, wo wir Geld verdienen. Da sind wir auch noch relativ weit von entfernt. Langsam gibt es Licht am Horizont, aber das Licht alleine hilft auch nicht, um die Cashflow-Situation zu verbessern. Das heißt, es ist ein täglicher Balanceakt für unsere Hoteldirektoren, für unser Head Office zu überlegen, wie gehen wir denn jetzt damit um? Wen nehmen wir wieder aus der Kurzarbeit zurück? Wie können wir noch lange warten, ohne dass wir sowohl die Kollegen überfordern, als auch die Gäste enttäuschen? Also es ist echt ein Frühstück, war ein Horror. Mittlerweile hat sich das ja fast überall wieder normalisiert und man kann wieder Frühstücksbuffets anbieten mit der einen oder anderen Einschränkung. Aber als wir in den ersten Wochen à la carte angeboten haben und die Übernachtungen irgendwann höher gingen, da haben wir teilweise Tage erlebt, wo wir uns echt schämen mussten, weil wir halt einfach nicht die Performance hinbekommen haben. Ja. Aber das ist ein Beispiel von vielen, das kennt ihr auch alle. Und einfach in die Zukunft schauen, gucken, dass man irgendwie weiterkommt. Gut nicht verlieren. Wir nennen das, öfters sprechen wir bei uns auch über natürlich über Corona, aber nicht nur das Negative, sondern wir nennen das, noch einer ist weg, wir nennen das die Corona-Revolution. Aber im positiven Bereich. Ich meine, was nimmst du Positives mit aus dieser Corona-Zeit? Also Fragezeichen. Die Ruhe, die Zeit gehabt zu haben, im Lockdown über einiges nachzudenken, die gezwungene Nichtreiserei, die dazu führte, dass man auch gar nicht nervös wurde. Ich zumindest mal, weil ich gar keine Wahl hatte. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, so wahnsinnig viel Positives habe ich jetzt nicht zu berichten. Ich finde es irgendwie doof insgesamt. Also ich glaube, viele andere auch. Aber sich das jetzt irgendwie schön zu reden und zu sagen, in jeder Krise liegt eine Chance, das kann ich so langsam nicht mehr hören. Klar gibt es Chancen, aber es ist erstmal nur Kacke. Aber ich glaube, es geht eher so ein bisschen, also ganz oben, ich hab Netflix-Serien mir endlich angeschaut und da waren ein paar ganz gute dabei. Und ich hatte das Glück, in den Bergen gewesen zu sein und konnte ganz viel wandern, Skilaufen und andere Dinge tun. Aber ansonsten, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich deswegen jetzt irgendwie klüger geworden wäre. Nicht wirklich. Ja. Okay. Hast du einen Netflix-Tipp für uns? Ja, Ozark, O-Z-A-R-K, A-R-K. Gar nicht so eine neue Serie. Ja. Das Problem ist nur, dafür braucht man echt Zeit. Also dafür braucht es, glaube ich, nochmal einen Lockdown, den ich uns allen natürlich nicht wünsche. Dafür ist Ozark nicht gut genug, aber das hat mir echt Spaß gemacht. Ja, fand ich cool. Okay. Er musste aber in Originalsprache. Selbst wenn du nicht so gut Englisch sprechen solltest, muss man in Originalsprache anschauen. Das ist wirklich cool. Absolut. Ja, wenn ich Netflix schaue, alles auf Englisch, weil das hat einfach die Energie und alles. Und so wie wir die Energie auch in den Hotels haben und ihr auch Energie in noch was Neues steckt. Und du hast es schon mal fallen lassen, hier im Gespräch und auch im Vorgespräch, Bikini Island und Mountain Hotels. Was ist das denn? Weil ihr seid ja vor allem in Metropolen und da entwickelt ihr ein bisschen mehr. Wir sind ganz gespannt. Ist eigentlich auch aus unserer, aus der guten Erfahrung mit 25 Hours heraus entstanden. Wir waren kurz davor, mit Accor den Deal zu machen, dass sich Accor an uns beteiligt. Ich kann mich noch gut erinnern an ein schönes Abendessen mit Kai, Stefan, Adi, wo wir gesagt haben, Mensch, irgendwie wäre es doch schön, wenn wir irgendwie noch weitermachen können, also in der gänzlichen Unabhängigkeit. Wir wussten ja auch nicht so genau, was auf uns zukommen würde mit Accor als Partner. Und warum nicht auch mal an Standorte gehen, wo es uns selber irgendwie gefällt, wo wir vielleicht auch mal irgendwie ein schönes kleines Hotel finden, wo wir selber rumhocken können und uns gut gehen lassen, ohne Geld zu verdienen, aber wo wir halt irgendwie einen Ort haben. Und das waren so die ersten Überlegungen. Und dann kam noch hinzu, dass ich einen sehr, sehr lieben alten Freund habe, Christian Zenker, der zu der Zeit gerade auch verfügbar war und mit dem wir dann eigentlich gemeinsam dieses Unternehmen gegründet haben, weil ich ja jetzt weiterhin Full Force 25 Hours bin und ich gar nicht die Zeit hätte, mich um
ein neues Baby zu kümmern. Das macht Christian. Ich bin da nur Gesellschafter mit den drei anderen zusammen. Und ja, dann hat Christian sich auf die Suche begeben und dann entsteht ja bekanntermaßen immer eine Eigendynamik. Und man weiß ja nie so genau, wo man dann ankommt. Und wir haben dann interessanterweise auf Mallorca, auf dem Portsoyer, ein erstes Objekt gefunden, ein ehemaliges Thomas Cook Hotel, noch vor der Pleite, eine Marke namens Sentido, die mir bis dahin gar kein Begriff war. Richtig ziemlich langweiliges, spießiges Hotel, aber in einer schönen Lage. Und wir haben mit Armin Fischer, einem unserer favorisierten Designer, 3 Meter, dann dieses Hotel innerhalb von 8 Monaten umgebaut. Das wurde sehr schnell auch zum Erfolg. Wir haben natürlich auch hier, man ertappt sich natürlich immer dabei, dann auch Dinge zu tun, die man schon kennt und die man mag. Wie gesagt, wir haben eine Meni dort. Ich glaube, man kann schon ein bisschen den Footprint von 25 Hours erkennen oder die DNA, weil wir halt irgendwie doch immer wieder in die gleiche Richtung dann einschlagen. Das lässt sich vielleicht gar nicht so ganz vermeiden irgendwie. Und ja, wir haben dort auch mit Daniel Elitzka, dem unsere Immobilie in Wien gehört, einen tollen Immobilienpartner gefunden, mit dem wir dann auch im weiteren Verlauf noch in Zermatt ein tolles Hotel gefunden haben, also ein Bestandshotel, ein Familienbetrieb, Nachfolgeproblem, die Kinder wollten nicht weitermachen. Und dort haben wir dann nach einigen Verhandlungen zugeschlagen und haben dort jetzt ein Hotel, das wir peu à peu auch zu einem Bikini Mountain Hotel umwandeln werden. Und Zermatt ist auch wieder so ein Standort, den ich extrem liebe und wo ich extrem stolz bin, dass wir dort sein dürfen. Mal schauen, was dabei rauskommt. Euer Vertrag mit Accor, endet ja quasi mit 2023 ungefähr, plus minus. Ja, also Accor hat bis dann noch eine Call-Option, um die restlichen 50% zu erwerben. So ist eigentlich der Deal. Und wir gehen im Augenblick allesamt davon aus, dass das passieren wird, weil wir ja auch mittlerweile so viele Projekte gemeinsam haben und so viele auch Dinge, wo wir mittlerweile auch miteinander verwoben sind, dass es eigentlich zwangsläufig sein soll, dass es so ist. Ja. Und dann bist du ja draußen. Also hörst du dann? Nee, gar nicht. Also man weiß nie, was passiert, aber Accor möchte sehr gerne, dass nicht nur ich, sondern auch das Kernmanagement-Team von 25 Hours erhalten bleibt. Accor war bis heute sehr, sehr klug und das war auch von Anfang an die Grundhaltung, zu sagen, wir lassen die Freiheit, die 25 Hours benötigt, im Unternehmen. Accor hat sehr wohl verstanden, dass ein Unternehmen wie 25 Hours nur dann gut sein kann, wenn es frei ist und wenn es auch nicht vernetzt ist mit dem großen Konzern. Also das ging bis dahin, dass Accor gesagt hat, wir müssen euch vor uns selbst schützen, lieber Christoph, weil wir wollen gar nicht, dass ihr ein immanenter Bestandteil des Konzerns sein wird. Ihr braucht die Kultur, die ihr selber aufgebaut habt. Ihr braucht diese Freiheit. Die gehen da sehr, sehr, sehr respektvoll mit dem Thema um und würden sich auch wünschen, und im Augenblick ist es auch mein Wunsch, dass wir in der Form, wie wir im Augenblick existieren, jetzt nicht auf Gesellschafterebene, aber dass wir im Management weitermachen, wie wir bislang weitergemacht haben und dass wir das Know-how fortführen. Und da tun die auch einiges, um uns zu motivieren, dabei zu bleiben. Und ich finde es auch spannend. Ich finde es eine tolle, also für mich ist mir eigentlich relativ wurscht, ob mir was gehört, also ob mir 25 Hours gehört oder nicht gehört. Es ist unser Baby und vielleicht werde ich sogar noch ehrgeiziger, dieses Baby zu schützen davor, dass es irgendwie jetzt blöd wird, wenn ich nichts mehr davon habe, also an Anteilen. Aber ich weiß es nicht. Also jetzt sind wir ja auch nur noch zu 50% beteiligt und an meiner Haltung hat sich an der Stelle nichts geändert. Ich muss vielleicht ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu verwöhnt durchs Leben laufe und dabei die Spur verliere, aber ansonsten bin ich eigentlich nach wie vor total committed auf 25 Hours. Macht mir genauso viel Spaß wie vorher. Im Gegenteil, es gibt ja auch noch ein paar Dinge, die wir neu erleben dürfen durch Accor. Wir hatten niemals ein Projekt in Dubai, in Melbourne, vielleicht im nächsten Sydney und an Standorten, wo wir eben wirklich nur mit Accor hinkommen. Und da lernen wir ja auch eine ganze Menge und können extrem profitieren von einem Know-how, das wir nicht haben. Wir müssen halt uns nur die richtigen Bereiche aussuchen, von denen wir dann auch profitieren können durch Accor. Würdest du denn gerne noch hin?
So, dann, na, also so zwei Destinationen, sagen, da würdest du neben London. Also Europa liegt uns nach wie vor extrem am Herzen. Wir haben auch für uns definiert und verstanden, gemeinsam mit Accor, dass Europa weiterhin der Motor, der Backbone, der Treiber, vielleicht auch ein bisschen der kreative Innovationstreiber sein soll. Das heißt, wenn wir ein neues Projekt zum Beispiel in Lissabon machen oder wie jetzt zum Beispiel in Florenz, vielleicht in Athen oder auch in nordeuropäischen Destinationen. Flo ist gerade an Oslo dran und an Helsinki. Kopenhagen finde ich extrem bereichernd für eine Marke wie 25 Hours. Das sind ja alles Standorte, wo man A gerne ist. Und wir waren immer nur gerne an Standorten, wo wir uns auch wohlfühlen. Und B, wo man halt auch extrem viel, ja, wie vorhin schon mal gesagt, Inspiration bekommt durch andere Menschen, durch andere Kulturen, durch andere Ideen. Und da gibt es noch so einige Städte. Ich finde Italien im Augenblick halt super spannend, weil da so viele schöne Städte sind. Und zwar nicht nur die großen Mailand, Rom, sondern da gibt es auch kleinere Städte, die vielleicht in Zukunft noch viel spannender werden, weil Tourismus sich vielleicht auch anders verhalten wird diesbezüglich. Wir sind auch schon seit langem an einem Projekt in Venedig dran. Vielleicht wird es was, das wäre natürlich auch toll, in einem Venedig, das vielleicht in Zukunft ein wenig anders sein wird als in der Vergangenheit. Okay, ich warte auf Tel Aviv. So. Ach so, ja, natürlich. Ja, Tel Aviv ist eines unserer Lieblings. Tel Aviv wäre ganz, ganz weit oben auf unserer Liste und wir haben es schon so oft probiert. Bei Tel Aviv gibt es halt zwei, die Herausforderungen hast du sonst auch. Aber Tel Aviv, du findest wenig große Gebäude, wenn du in den Gegenden sein möchtest, die wirklich cool sind. Und Tel Aviv ist halt irre teuer. Aber dennoch, Tel Aviv, finde ich, das wäre eine tolle 25-Hours-Destination. Aber genauso auch Amsterdam, Barcelona vielleicht jetzt auch wieder, weil Barcelona war ja auch schon sehr stark, finde ich, überlaufen. Und ich glaube, Barcelona kann auch da wieder einen sehr schönen Neuanfang finden. Du hast ja mal dich geäußert und gesagt, ach ja, so an 50 Standorten oder 60 Hotels wollen wir so ungefähr sein. Bleibt es dabei oder jetzt, dass Accor wirklich gut eingestiegen ist und vielleicht noch weiter einsteigen wird, denkst du, dass es noch mehr wird, 100, 150 Hotels? Könntest du dir sowas vorstellen oder ist es dann einfach zu groß? Also ihr wisst ja, wie lange es dauert, bis man ein Hotel fertig hat. Und wir werden, also in meiner Vorstellungskraft kann ich mir nicht vorstellen, dass wir 20 Hotels zeitgleich entwickeln, weil dann können von denen wir glauben, dass wir wichtig sind, dass wir an der Entwicklung der Hotels teilhaben, das kriegen wir nicht mehr hin. Also ja, zumindest nicht mit den jetzigen Methoden. Und du kannst eben auch nicht diese Individualität bis zum geht nicht mehr skalieren. Das heißt, wir haben uns irgendwann mal vorgenommen, auch mit Accor, dass wir maximal 9 Häuser gleichzeitig in der Entwicklung haben, weil wir sagen, jedes Hotel braucht durchschnittlich 3 Jahre. Und wenn wir jedes Jahr 3 Verträge abschließen, dann sind wir maximal bei 9, also in der Theorie, Häusern, die wir entwickeln können. Und das trauen wir uns auch zu. Wir würden uns vielleicht auch 12 zutrauen oder vielleicht auch mal 13, je nachdem, wer mit uns zusammen das Ganze macht. Aber um auf so eine schiere Zahl von 100, 150 zu kommen, also das wird dauern. Und ich finde auch irgendwann wird sowas auch unkontrollierbar. Schaut euch W an. Das war mal eine, finde ich, recht spannende Marke. Ja. Und es ist immer noch eine erfolgreiche Marke sicherlich, aber der eigentliche Hype oder das ganz Besondere davon, der Kern, den kann ich jetzt nicht mehr so ganz erkennen. Und dann kommt halt auch noch hinzu, dass das Thema Managementverträge auch erstmal gelernt werden muss. Auch ein Thema, über das wir die letzte Zeit viel gesprochen haben. Wie können wir Management-Vertragsmodelle genauso gut kontrollieren, wenn es um das Konzept, um die DNA, um das Design und alles geht? Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Und deswegen muss man an der Stelle auch ein bisschen vorsichtig sein und zunächst auch mal die richtigen Eigentümer kennenlernen, auf die man sich verlassen kann. Wir haben keine Marke wie Four Seasons, die eindeutig im Ultra-Luxury-Segment ist und die so stark ist, dass sie völlig kompromisslos sein können. Wir sind ja eigentlich als Marke das Kompromissbereiteste, was es gibt. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, weil wir dadurch eben nicht eindeutige Regeln setzen können und sagen können, nee, das geht nur
wenn wir eine Library mit Mare haben oder dieses und jenes, wird schwierig. Und deswegen muss man an der Stelle auch ein bisschen aufpassen. Wie ist es in Deutschland mit den, ein ganz anderes Thema, mit den Verpächtern? Seid ihr mit denen in Verhandlungen gegangen oder habt ihr das, ihr seid so gut aufgestellt, ihr müsst mit denen nicht reden, weil diese Thematik, die poppt jetzt gerade sehr auf, Betreiber versus Verpächter. Für uns ist es essentiell und nur weil wir jetzt gerade vielleicht in der Vergangenheit erfolgreicher waren, auch wirtschaftlich erfolgreicher als vielleicht der ein oder andere, das Geld verbrennt ihr so schnell an der Stelle, weil wir alleine schon fast 3 Millionen Euro an Mieten zu bezahlen haben im Monat. Und natürlich war neben der Personalfrage Kurzarbeit, die uns ja durchaus geholfen hat, war das andere wirklich große Thema Pachten und Mieten. Und das war eigentlich eine der Kernaufgaben, der wir uns widmen mussten. Und wir sind sehr, sehr früh proaktiv an alle Vermieter herangetreten und haben versucht, ein Modell aufzubauen, von dem ich bis heute überzeugt bin, nämlich Partnerschaft. Ich glaube, dass wir diese Krise nur überwinden können, wenn jeder einen Beitrag leistet und wenn jeder versteht, dass jeder auch natürlich darunter leiden muss, bis zum gewissen Grad, um zu überleben. Und das wurde mehr oder weniger gut verstanden. Da gab es solche, die an der Stelle sehr, sehr verständnisvoll waren und mit denen auch die Gespräche einigermaßen gut verlaufen sind und wo wir auch Lösungen gefunden haben, die uns zumindest mal über die erste Phase hinweg retten. Andere waren am Anfang etwas verständnisloser, aber das lag vielleicht auch an der Tatsache, dass man erstmal verstehen musste, wie sich diese gesamte Situation entwickelt. Also wir haben insgesamt festgestellt, dass mit den Wochen, die dann dramatisch verliefen, auch mehr und mehr Verständnis dafür aufkam, dass wir tatsächlich in einer einzigartig desaströsen Situation sind, also wir in der Hotellerie, neben der Airline-Industrie, Kreuzfahrtindustrie und ich glaube die Immobilienbranche, je nachdem wie man aufgestellt ist, wenn man natürlich jetzt nur Hotels hat im Portfolio, dann ist da die Kacke genauso am Dampfen. Aber die meisten unserer Partner sind ja etwas breiter aufgestellt und können somit auch das ein oder andere zumindest im Augenblick noch ausgleichen. Aber es waren keine einfachen Gespräche. Und es waren auch sicherlich keine Gespräche, die man sich wünscht, weil wer wünscht sich schon, zum Verpächter zu gehen, um dafür fast schon betteln zu müssen, dass man die Pacht erlassen bekommt, gestundet, verschoben bekommt. Das sind ja echt scheiß Gespräche, weil wir sind ja eigentlich nicht angetreten, um irgendwann mal eine Pacht nicht zu bezahlen. Aber die Situation ist halt so außergewöhnlich, dass wir nicht anders konnten. Und da sind wir genauso wie alle anderen losgezogen. Mhm. Für uns war es teilweise ein bisschen schwieriger. Leider gibt es dafür gar keinen Grund. Aber der ein oder andere hat auch gesagt, hey, ihr habt doch den starken Partner Accor im Boot. Das ist doch kein Problem und die sind doch riesig groß. Und das hilft ja in Wirklichkeit gar nicht. Wir sind natürlich auch als Gesellschafter in die Verantwortung getreten und das werden wir auch weiterhin tun und Accor würde uns da auch begleiten. Aber im Augenblick geht es ja nicht darum, dass man irgendwie einen großen Mitgesellschafter hat. Accor hat davon abgesehen dieses Problem mal 4.500. Insofern ist bei denen die Kacke nur mit ein paar Nullen mehr noch am Dampfen. Insofern ist da jetzt auch nicht so die Situation so easy. Von meiner Seite, wie ist denn der Anteil Leisure versus Corporate? Weil das ist natürlich jetzt für euch essentiell und sehr wichtig. Ne? Also in der Vergangenheit, sehr unterschiedlich von Hotel zu Hotel, logischerweise ist der Corporate-Anteil in Frankfurt, in Zürich deutlich höher immer gewesen als in Berlin oder in Hamburg. Der Binnenmarkt ist auch noch ein spannendes Thema, also wie viel Binnenmarktanteil haben die jeweiligen Hotels im Vergleich zu internationalen Reisenden. Aber der Leisure-Anteil ist tatsächlich jetzt gerade krass, hat sich das umgedreht. Also ich würde mal ganz, ganz grob sagen, wir hatten in der Vergangenheit über alle Hotels 30-40% Leisure, vielleicht eher 30 als 40. Und jetzt sind es vielleicht 80-90% Leisure, vielleicht sogar 90. Also es hat sich komplett gedreht, was wiederum bedeutet, dass Standorte wie Frankfurt besonders leiden, weil in die Niederstraße nach Frankfurt, da haben wir bisher relativ wenige Menschen überzeugen können, oder an die Hanauer Landstraße ein schönes Wochenende zu verbringen.
Es ist in Hamburg einfacher und in Berlin selbstverständlich. Auch in Wien und in Zürich, aber in Wien und in Zürich ist dann wiederum die Binnennachfrage geringer, weil du in der Schweiz eben nicht 80 Millionen Einwohner hast, sondern 8 Millionen. Und insofern ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger dort. Du hast gerade von Überzeugen gesprochen. Es gibt ja überall ein Vertriebsteam in den verschiedenen Hotels oder bei euch zentral auch geregelt. Macht ihr den Vertrieb jetzt irgendwie anders, um die Leute zu überzeugen, zu euch zu kommen, da wo sie nicht alleine kommen? Ja, also wir haben uns relativ stark tatsächlich den Leisure-Vertriebswegen gewidmet, also bis hin zu Reiseveranstaltern, die wir sonst vorher nicht angegangen wären, weil sie wirklich im Leisure-Segment sind. Wir haben sogar Zimmer auf eBay vermarktet. Wir haben noch zwei andere Maßnahmen ergriffen, die im einen Bereich vor allem marketingmäßig funktioniert haben, umsatzmäßig relativ überschaubar. Das war das Thema Homeoffice. Da waren wir nicht die Einzigen. Ich glaube, wir zählten zu den früheren, die damit angefangen haben. Wir haben damit auch ein bisschen Umsatz gemacht, aber das war eher eine Marketinggeschichte, die gut war. Was tatsächlich zündet, sind die Studentenangebote. Wir haben in verschiedenen Städten Studentenangebote publiziert, wo man bei uns für 999 Euro im Monat wohnen kann, mit ein paar weiteren Leistungen, die darin enthalten sind. Und es ist natürlich für Städte wie München oder auch mittlerweile Berlin, Hamburg gar nicht uninteressant. Und da ist einiges auf uns zugekommen. Also das ist ganz spannend. Okay. Glückwunsch, also das ist mal wirklich outside the box denken, ne? Aber eBay und dann Studenten, also. Ja. Ich muss mal kurz den Standort wechseln, weil sonst muss ich gleich irgendwie zur Bluttransfusion, weil ich irgendwie ein paar Moskitos hatte, die sich bei mir irgendwie gerade eingenässt haben. Satt trinken, ja. Ich versuche es mal hier. Ich hoffe, dass es hier auch ganz gut geht. Tut mir leid. Ja. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber die Sarah Wiener hat jetzt Insolvenz angemeldet. Das habe ich nicht gehört. Ach, das tut mir leid. Ja. Wo denn? Mit ihrer ganzen Firma jetzt. Restaurant Echt? Catering. Shit. Und die, weiß ich auch, die Kind, die Cynthia Barkomi, die war auch, ist auch eine Fernsehköchin oder jedenfalls die Kollegin aus Berlin, musste jetzt auch ein Restaurant schließen. Das sind ja zwei erfolgreiche und positive Leute, die, also da Frauen und die wirklich sehr lange sehr erfolgreich gewesen sind. Ja. Wir haben ja auch nächste Woche die Ingrid Hartges von der Dehoga, die auch kein sehr schönes Bild über die Gastronomie, also die Zukunft der Gastronomie hat. Wie ist denn deine persönliche Einschätzung? Weil ihr arbeitet sehr stark mit gastronomischen Anbietern. Wie ist das so? Also ich persönlich glaube, dass Gastronomie schneller wieder in die Spur kommen kann. Hängt natürlich auch teilweise von den gastronomischen Konzepten ab, aber wie ich vorhin eben über unsere eigenen Gastronomien berichtet habe, da geht schon wieder was. Aber das ist natürlich eine sehr individuelle Frage, welches gastronomische Konzept hat man. Also da gibt es, glaube ich, schon sehr viele Unterschiede. Aber ich persönlich meine, dass Gastronomie schneller wieder funktionieren kann. Das Problem bei Gastronomie ist möglicherweise, dass eben die Cashflow-Situation, weil Gastronomie als solches vielleicht nicht ganz so profitabel ist wie Hotellerie in guten Zeiten. Ja. Das heißt, die Margen sind deutlich geringer und ich kann mir vorstellen, dass dadurch auch die Liquiditätsfrage eine andere ist. Und deswegen ist man natürlich auch schneller möglicherweise in einer Situation, wo man halt in eine Insolvenz gerät. Und ich habe meine große Sorge ist, dass halt die kleinen individuellen Restaurants in Städten wie in Berlin, die Clubszene, davon gar nicht zu sprechen, das ist noch dramatischer, dass eben kleine individuelle Player, die nicht die Kraft haben, mehrere Monate auszusetzen, dass die teilweise vom Markt verschwinden und dass dadurch ein noch mehr Systemgastronomie diesen Part übernimmt. Und das fände ich dramatisch, weil was lieben wir denn? Wir lieben ja die schönen, besonderen, liebevollen Gastronomien, die italienischen Restaurants, wo der Eigentümer noch selber Gas gibt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass ganz viele sehr schnell an ihre Grenzen geraten. Glaube ich auch, ja. Ja.
Leider, leider. Und ich sehe, wir können, glaube ich, noch eine ganze Weile weiter quatschen, aber wir gehen auch schon an unsere Grenze. Kurz unter der Stunde sind wir, Christoph. Ja, wir haben morgen auch einen außerordentlichen Talk. Dazu will Sef, glaube ich, schon noch was sagen, oder Sef? Ja, wenn es sein muss. Wir haben morgen um 14.15 Uhr den Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, den Thomas Bareis, bei uns. Bin auch gespannt, was er von der politischen Seite sagt, weil das ist auch sehr, sehr spannend. War kurzfristig, aber wir wollten ihm ja auch nicht Nein sagen. Wir sind ja auch mal ganz nett zwischendurch und da freuen wir uns. Aber umso mehr freue ich mich auch, heute dich, Christoph, dabei zu haben. Ich finde, also ich hätte auch noch mal eine Stunde oder zwei mit dir weiterquatschen können, weil es super inspirierend ist. Und ja, ich mache demnächst mal in Berlin, oder? Wenn ich da bin, dann treffen wir uns. Du? Ein schönes Abendessen. Immer gerne. Du weißt, ich bin da. Also ich bin nur mal übernächstes Wochenende bei einem Kollegen. Da mache ich auch mal, fahre ich zum ersten Mal raus aus Berlin. Nee, ich war heute mal in Cottbus, aber das war aber nur für 10 Minuten. Und ich sehe gerade. Bis auf Ende August wird ein Abendessen hier stattfinden mit Gästen aus der Generation Age Reihe. Die werden hier unten in der Mitri hier im Zeithotel treffen. Da steht noch nicht fest. Also ich weiß nicht, ob du auch noch mal nach Hamburg kommst im Laufe des zweiten Hälfte August. Würden wir uns sehr freuen, wenn du dabei bist. Ja. Und ich sehe hier Jens Drucker. Ich weiß nicht, ob Jens Drucker schreibt gerade, bei Mama Schelter hat der Kurs nicht so optimal mit der Integration geschafft wie bei euch. Siehst du das auch so? Das weiß ich jetzt. Also ich wüsste jetzt nicht davon. Wir sind sehr eng mit Mama Shelter. Ich weiß nicht, worauf Jens gerade Bezug nimmt. Da ist ja ein ähnlicher Plan im Gange, nämlich dass das auch peu à peu in Gänze von Accor an auf Gesellschafterseite übernommen wird. Aber derselbe Plan herrscht, dass nämlich Jeremy und Benjamin und auch Serge, der Papa, dass die drei weiterhin auch eine zentrale Rolle spielen bei Mama Shelter. Ich habe das so nicht wahrgenommen. Die im Gegenteil, die expandieren eigentlich mit Accor noch schneller, als wir das tun. Vielleicht auch, weil Mama Shelter als Produkt schneller skalierbar ist. Aber nö, das hat bisher ganz gut funktioniert. Aber vielleicht weiß Jens etwas oder nimmt Bezug auf etwas, was ich jetzt nicht so genau weiß. Aber nee, das hat funktioniert. Also ich freue mich sehr auf unser Wiedersehen in München, auch in Hamburg natürlich, in München, in Berlin. Warum München? Ja. Aber wenn du wieder in Berlin bist, dann freue ich mich sehr, entweder, also irgendwo, ich bin hier. Okay. Zu uns ins Hotel kommen, wenn ich gehen will, wo du willst. Vielen lieben Dank, Christoph. Also danke, danke euch für euer Interesse. Großartig. Und eine gute Weiterreise. Ich glaube, morgen geht es weiter nach, ich glaube, noch ein bisschen in Richtung Westen, Richtung Frankreich, ne? Genau, ja. Ich werde berichten. Dann dabei widme ich mich jetzt mal den Moskitos. Mach mal, vielen Dank. Tschüss, danke dir. Okay, mach's gut. Ciao. Tschüss. Ganz lieben Dank. Tschüss.